herzlich willkommen heute zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir ja, zusammen feiern dürfen, aus meinem Wohnzimmer in euer Wohnzimmer. Ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Weg, aber trotzdem sind wir verbunden mit Jesus und das ist doch wirklich eigentlich ja, die schönste Sache, dass wir trotzdem einen Weg gefunden haben, wie wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Darauf freue ich mich jetzt, dass wir das zusammen machen dürfen, zusammen Gottesdienst feiern, Gott loben, wieder hören, was er für unser Leben wirklich bereithält. Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude dabei. Hey, ist ja schon witzig. Guck mal, Max. Ja? Wie die da alle gucken. Die sitzen da alle vor ihren Geräten und gucken uns an. Hä? Und wie die da sitzen. Manche haben noch was zu trinken dabei. Die da, guck mal, die haben Plüschtiere. Ja. Und aber was ich cool finde, sind ja auch ein paar Kinder dabei. Hey, hallo Kinder! Hey, hallo! Viele seid ihr allerdings nicht. Ja, vielleicht könntet ihr Erwachsenen euren Kindern hinterher mal sagen, dass wir hier unseren ganz großen Auftritt hatten und das YouTube da mal zeigen, ne? Ja. Aber eigentlich ist ja schon doof, dass wir uns jetzt nicht in echt sehen können. Ja, Mensch, die ganze Zeit schon. Ja, seit 2 Wochen dürfen wir so gut wie gar nicht mehr raus, ne? Keine Freunde treffen, nicht zur Schule, nix. Finde ich doof. Ja. Echt langweilig manchmal. Ja, wirklich. Das auch manchmal nicht, ja. Oh du, da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ja, was denn? Die Geschichte, die wir mal gehört haben. Vielleicht erinnerst du dich von einer Familie, einer großen Familie, die ganz, ganz lange überhaupt nicht raus durften. Viele, viele Wochen lang. Nee, weiß ich nicht. Wo war denn die Geschichte? In einem Buch bei uns im Kinderzimmer. Die hat uns dann jemand mal vorgelesen. Nee, ich erinnere mich gar nicht. Hm. Erzähl mal noch ein bisschen mehr. Ja, eigentlich, wie gesagt, eine große Familie. Und viele Wochen konnten die gar nicht raus. Aber Lebensmittel einkaufen konnten sie schon, oder? Nein, auch ging gar nicht. Ja, wie sollte das denn noch möglich sein, viele Wochen lang? Mussten vorher halt alles besorgen. Aber da wird doch die Milch sauer. Ja, wie war denn das nochmal? Ich glaube, die hatten sogar eine Kuh dabei. Was? Eine Kuh? Ey, in der Wohnung? Das stinkt doch. Ja, du erinnerst dich gar nicht mehr an die Geschichte? Nee, überhaupt nicht. Schade. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schade, dass die beiden sich überhaupt nicht erinnern können. Aber vielleicht könnt ihr Kinder euch erinnern, was für eine Geschichte das war und wo die stand. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr uns schreiben, eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse, die wird jetzt gerade eingeblendet. Dahin schreibt ihr das dann. Aber wenn, dann denkt dran, dass ihr auch euren Namen und eure E-Mail-Adresse angibt, ne? Eure Adresse angibt. Ja, und dann? Ja, dann kriegt nämlich jeder, der die richtige Lösung weiß, eine kleine Belohnung von uns. Per Rabenpost. Genau. Oh, aber noch was ich noch sagen wollte. Die Geschichte, die ging dann hinterher so richtig, richtig gut aus für die Familie. Die haben gemerkt, dass sie sich auf Gott richtig toll verlassen können, immer auch in so einer Situation. Und das gilt auch für mich und für dich, Max, und für euch an den Geräten da auch. Echt? In allem? Auch jetzt so? Jetzt mit der Virusgeschichte? Ja, ganz bestimmt. Auch wenn wir uns langweilen? Ja, ganz bestimmt. Auch wenn wir uns mal streiten? Ich streite nicht, du streitest. Ach nee, oder? Naja, okay, ja. Jedenfalls, es ist wirklich so. Man kann sich wirklich in allem total auf Gott verlassen. Boah, ey. Thank you.
Der Losungstext für heute steht im Psalm 68, Vers 27 und in dem steht: Lob Gott in den Versammlungen. Und ich bin ganz ehrlich, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, das passt vielleicht jetzt nicht ganz so gut zu unserer jetzigen Situation. Und es zeigt es auch so ein bisschen. Wir haben vor ein paar Wochen, wäre dieser Vers völlig normal gewesen. Wir hätten ihn am Anfang des Gottesdienstes gesagt. Wir hätten gesagt, hier, und wir feiern jetzt zusammen Gottesdienst in der Versammlung. Und wir merken, dass die Situation sich einfach um 180 Grad gedreht hat. Wir sitzen alle wahrscheinlich sehr, sehr viel daheim, im Homeoffice oder in der Kinderbetreuung, weil die Schulen ausfallen, die Kindergärten zu sind. Und dann kommt jetzt dieser Vers, Lob Gott in den Versammlungen. Aber da steht, Lob Gott in den Versammlungen. Da steht nicht, Lob Gott in den Versammlungen, wenn ihr zusammen seid und in einem Raum seid, sondern da steht einfach nur, Lob Gott in den Versammlungen. Und ich finde, wir haben jetzt genauso eine Versammlung. Wir haben auch eine Versammlung, wenn wir Meetings machen. Meetings ist jetzt sehr beruflicher Begriff, aber wenn wir unseren Hauskreis vielleicht über Skype machen oder wir machen Teamclub über Zoom, da haben wir auch Gemeinschaft. Das ist natürlich ein bisschen anders. Natürlich ist das nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber wir haben trotzdem Gemeinschaft. Und was mir in dieser Zeit wirklich wahnsinnig hilft, ist, dass ich weiß, dass ich mit all meinen Sorgen zu Gott kommen darf. Ich darf ihm meine Sorgen und auch meine Ängste sagen. Ich darf ja immer wieder den Fokus auf ihn richten. Und mir hilft das sehr.
Ich merke auch, dass mir diese Zeit, dieses ja, doch nicht mehr so durch die Gegend laufen, wie ich mir das gerne vorstellen würde, mich dazu bringt, mich mehr mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Ich nehme mir mehr Zeit. Es ist traurig, dass ja, erst sowas passieren musste, dass ich das mache, aber so ist es nun mal. Und ich merke, dass mir das gut tut, dass ich immer wieder mein Fokus, mein Hauptpunkt auf Jesus ausrichte, meine stille Zeit vielleicht ein bisschen intensiver mache. Und ich glaube, dass das auch eine Art von Versammlung ist und dass das nicht schlechter ist als das, was vorher ist. Und ja, ich finde das sehr wertvoll für meinen Glauben und für mich und ich hoffe, dass es bei euch genauso ist. Und selbst wenn es nicht so ist, wir dürfen immer wieder vor Gott kommen. Weil das Schöne ist, egal wie sich die Situation jetzt zurzeit verändert, ob wir raus dürfen oder nicht, ob es 3 oder 5 Leute sind, die zusammenkommen dürfen, Jesus bleibt immer derselbe. Er liebt dich jeden Tag genauso. Er ist jeden Tag genauso da, ob du gut gelaunt bist, schlecht gelaunt bist. Das macht keinen Unterschied. Und das, finde ich, ist eine großartige Zusage, die wir ja, uns eigentlich irgendwo hinschreiben müssten, wo wir es jeden Tag sehen, vielleicht auch im Laptop, wenn du arbeitest. Gott ist immer derselbe und wir können mit allem zu ihm kommen, egal wie es uns geht. Und das ist wirklich ja, mein Lichtblick, meine Hoffnung, die mir ja, dann doch durch auch die schweren Zeiten hilft. In den letzten Wochen habe ich so viele Aufforderungen zum Händewaschen in Medien gesehen wie noch nie zuvor. Ich glaube, so langsam entwickeln wir uns zu den Händewaschexperten. Man muss auf jeden Fall ordentlich Seife nehmen, mindestens 30 Sekunden lang einreiben, ordentlich schäumen und dabei darauf achten, dass man keinen Zwischenraum oder keine Ecken vergisst. Händewaschen ist wichtig und mittlerweile eben nicht mehr nur, wenn man dreckige Arbeit getan hat oder vor dem Essen, sondern sogar bei mir kommt so dieses Gefühl, sobald ich nach Hause komme, dass ich mir erstmal die Hände wasche. Weil wer weiß, an welchen Einkaufswagen ich angefasst habe oder was auf dem Ampeldrücker war. So ähnlich war das auch zur Zeit Jesu. Allerdings geht es ja nicht um die Hände, sondern um die Füße. Ich habe auch nicht herausgefunden, wie das mit der Seife war oder wie lange man die Füße waschen musste. Aber die Straßen Israels waren ziemlich staubig und da die Menschen mit Sandalen ohne Socken unterwegs waren, war es so üblich, dass wenn man in ein Haus gekommen ist, dass man erstmal die Füße gewaschen bekommen hat. Das war auch so ein Zeichen der Gastfreundschaft und der Ehrerbietung. Diese Arbeit des Füßewaschens hat natürlich der Gastgeber nicht selbst gemacht, sondern das war eher so die Aufgabe für einen niedrigeren Angestellten. Füßewaschen war wichtig und es war total die notwendige Aufgabe, aber trotzdem war das so ein Sklavendienst. Weil jeder, der irgendwie was auf sich selbst gehalten hatte, eine bestimmte gesellschaftliche Position innehatte, der hätte sich niemals vor jemand anderen gekniet und dem seine dreckigen Füße gewaschen. Das haben die Sklaven gemacht. Und umso erstaunlicher ist es, dass Jesus genau diese Aufgabe übernommen hat für seine Jünger. Die Geschichte dazu, der Bericht dazu steht in Johannes 13 und dort ist Jesus mit seinen 12 Jüngern zusammen. Ein letztes Mal essen sie zusammen, das ist ganz kurz, am Abend bevor Jesus dann gefangen genommen wird und schließlich am Kreuz hingerichtet wird. Ich lese euch die Begebenheit vor, sie steht in Johannes 13, Verse 2 bis 5. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Jesus und seine 12 Jünger essen gemeinsam und plötzlich steht Jesus auf und macht sich an die Arbeit. Er zieht sein Obergewand aus, weil es wahrscheinlich gestört hätte bei der Arbeit und er nimmt die Wasserschüssel und das Tuch zum Füße abtrocknen, was da bereit stand. Er kniet sich vor seine Jünger nieder, um ihnen die Füße zu waschen. Eigentlich wäre das die Aufgabe genau dieser Jünger gewesen.
aber scheinbar hatten die nicht daran gedacht. Eigentlich ist Jesus der Lehrer, der Herr, und seine Jünger sind die Schüler und die Nachfolger. Die hätten Jesus die Füße waschen müssen, aber scheinbar hat niemand von ihnen daran gedacht und deshalb saßen sie alle da jetzt mit ihren dreckigen Füßen beim Essen. Ein absolutes kulturelles No-Go, ein Undenken. Aber Jesus ist sich nicht zu schade für diese Aufgabe und er übernimmt die Arbeit eines Sklaven. Jetzt muss man allerdings den Petrus zugute halten, dass er wenigstens in diesem Moment gecheckt hat, oh, hier läuft was falsch. Eigentlich sollten wir doch diese Arbeit machen und Jesus die Füße waschen. Die Geschichte geht dann weiter, Johannes 13, Verse 6 bis 12a. Simon Petrus wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärt Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Ich kann diese Reaktion von Petrus voll gut nachvollziehen. Schlimm genug, wenn man merkt, oh Mann, ich habe was vergessen, ich habe einen Fehler gemacht. Denn vermutlich ist allen in diesem Moment, als Jesus zum Wasser gegangen ist und sein Obergewand ausgezogen hat, bewusst geworden, oh, wir haben dreckige Füße. Aber noch viel beschämender ist dann, dass Jesus, der Herr, diese Sklavenarbeit macht. Also versucht Petrus, das Ganze irgendwie zu retten und sagt, oh nein, du musst mir nicht die Füße waschen. Aber Jesus erklärt ihm, dass das notwendig für ihn ist. Denn wer Gemeinschaft mit Jesus haben will, der muss sich von Jesus die Füße waschen lassen. Um diese Handlung von Jesus ganz verstehen zu können, müssen wir sein ganzes Leben anschauen. Und das deutet er dem Petrus ja auch an, indem er sagt, du kannst es jetzt noch nicht verstehen, aber später. Wenn man Bibelkommentare zu dieser Stelle liest und so ein bisschen da rumforscht, dann stellt man schnell fest, zu diesem Text gibt es eine ganze Menge zu sagen. Es gibt verschiedene Ansichten, aber diese eine Sache steht fest und darum geht es mir. In dieser Handlung, dass Jesus sich vor seine Jünger kniet und ihnen die Füße wäscht, steckt so die ganze Botschaft von Jesu Leben. Weil so wie Jesus, der Herr, sich vor seinen Jüngern erniedrigt und ihnen die Füße wäscht, so hat er auch durch sein ganzes Leben auf der Erde sich erniedrigt, um für die Schuld von uns Menschen am Kreuz zu sterben. Er als der Sohn Gottes hätte es nicht nötig gehabt, aber aus Liebe hat er es getan. Kapitel 13 fängt natürlich mit Vers 1 an, den ich bis jetzt noch nicht vorgelesen habe. Und das ist quasi so die Überschrift über diesen ganzen Abschnitt. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Diese Erniedrigung ist ein Beweis seiner Liebe. Vermutlich oder hoffentlich habt ihr das auch schon in Freundschaften erlebt. Wenn Liebe was kostet, dann weiß man, dass man wirklich geliebt wird. Wenn der andere zu einem steht, auch wenn es hart ist oder wenn es für ihn zum Nachteil wird und er sich selbst irgendwie beschmutzt, dann ist das ein echter Liebesbeweis. Und das ist genau das, was Jesus hier gemacht hat, indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ich glaube, manchmal fällt es uns so ein bisschen schwer, so einen Dienst anzunehmen, eine Hilfe anzunehmen oder ein Geschenk anzunehmen. So wie Petrus ja auch erstmal gesagt hat, halt stopp. Und ich muss dann, also weil bei mir ist es so, mir fällt es manchmal sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Und ich musste dabei an so eine Geschichte denken, an ein Erlebnis, was ich hatte vor ein paar Jahren. Da war ich in Frankreich und bin doof an der Seite, Straßenseite eingeparkt, habe am Bordstand so ein komisch rausstehendes, metallenes Ding erwischt und mein Reifen war platt und als ich so stand, war die Luft raus und ich habe das richtig gespürt. Mein Auto ist abgesackt und dann stand ich da und war ein bisschen aufgeschmissen.
Und habe mir natürlich gleich so überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und das Problem ist, ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand gerne Reifen wechselt. Also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so eine doofe Arbeit. Und deshalb fällt es mir umso schwerer, dann jemanden um Hilfe zu bitten, weil ich so denke, oh nein, ich will ja für niemanden hier die Last sein. Zugleich war ich in einem fremden Land und kannte auch gar nicht viele Leute. Ein Kollege ist mir eingefallen, wo ich dachte, ja, der könnte das. Aber mit dem hatte ich gerade nicht so die allerbeste Beziehung. Naja, aber jetzt, mir blieb ja irgendwie keine andere Wahl, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und diesen Mann gefragt. Und er kam dann und es war da mitten auf der Straße, total doofer Platz. Und er hat mir die Reifen gewechselt. Zudem war es November und es war so richtig feucht, nass, kalt und ekelhaft. Ich war natürlich hyper dankbar, dass er für mich jetzt die Reifen gewechselt hat und sag ihm das so. Und dann, und das ist so für mich das, warum ich euch die Geschichte erzähle, steht er da und ich habe noch das Bild vor Augen, wie man halt so aussieht nach getaner Arbeit. Und er sagt, Tabea, es war mir eine Freude, dir zu helfen, das für dich zu machen. Und ich habe so in seine Augen geschaut und ich wusste, er meint es ernst mit mir. Er meint es genauso, wie er es gesagt hat. Und das hat natürlich irgendwie unsere Beziehung auch wieder verändert. Und ich habe gelernt, dass man Hilfe manchmal einfach annehmen muss. Manchmal muss man sich bedienen lassen, weil kein Mensch kann alles alleine. Und ich glaube sogar, dass es für Beziehungen notwendig ist, sich mal helfen zu lassen. Klar, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, aber so grundsätzlich, keiner kann alles. Und deshalb brauchen wir auch Beziehungen und andere Menschen. Wir sind so gemacht, dass wir uns gegenseitig helfen müssen und vielleicht auch wollen. Also zumindest mir macht es ja auch Spaß, wenn ich anderen helfe. Aber vielleicht muss ich auch lernen, selber mal Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, das alles steckt da so drinne in dieser Fußwaschungsgeschichte. Wir brauchen diesen Liebesdienst von Jesus. Wir müssen das Geschenk annehmen, das der uns macht durch sein Leben, dadurch, dass er gestorben ist am Kreuz. Nur so, und es gibt keinen anderen Weg, können wir echte Gemeinschaft mit Jesus haben. Wir müssen das annehmen. Wir müssen uns einmal grundsätzlich dafür entscheiden, dieses Geschenk anzunehmen und dann immer wieder in unserem Alltag brauchen wir diese Vergebung, weil wir Christen sind und trotzdem noch Fehler machen. Das ist so wie die Juden damals, die haben sich natürlich auch manchmal so richtig komplett gereinigt und gewaschen und geduscht, aber trotzdem, kaum sind sie ein paar Meter gelaufen, schon wieder waren ihre Füße staubig und sie mussten die Füße waschen. Deshalb ist die Fußwaschung notwendig. Also, wenn du Christ bist, dann nimm das, was Jesus dir schenken will, jeden Tag aufs Neue wieder an. Lass dich von ihm beschenken. Und wenn du noch kein Christ bist, dann überleg dir mal, ob du nicht vielleicht doch auch Freundschaft, Gemeinschaft mit Jesus haben willst und dann nimm sein Geschenk an. Und übrigens, diese eine Sache, die fasziniert mich an dieser Geschichte. Und zwar, dass Jesus auch dem Judas die Füße gewaschen hat. Da steht ganz klar drin, der Jesus war mit seinen 12 Jüngern da und der Judas hat dazugehört. Und da steht auch, dass der Judas ihn verraten hat. Und trotzdem, Jesus hat ihn nicht rausgenommen. Jesus hat auch ihm die Füße gewaschen. Und ich glaube irgendwie, wenn Jesus dem die Füße gewaschen hat, dann wüsste ich nicht, welche Schuld von uns zu groß sein sollte, als dass Jesus uns nicht auch mit seiner Liebe überschüttet. Also, wenn du das nächste Mal in diesen Tagen wieder mal am Waschbecken stehst und deine Hände gründlich einseifst, dann denk doch mal an diese Geschichte und überleg dir, was Jesus eigentlich für dich Großes getan hat, was sein Liebesdienst für dich ist, welchen großen Liebesbeweis er für dich getan hat. Amen. Thank you.
So, wir sind jetzt fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Mir bleibt euch nur das mitzugeben, was ich gerade auch sehr, sehr wichtig finde. Lasst uns in Kontakt bleiben. Lasst uns über die verschiedenen Medien wirklich uns austauschen, uns zuhören, sei es Telefon, sei es irgendwelche Nachrichten. Dienste, sei es Skype, Zoom, was weiß ich. Es gehen übrigens auch Briefe. Die Post wird kontaktlos ausgetragen, also das ist auch kein Problem. Lasst uns da wirklich uns gegenseitig als Gemeinde unterstützen und stärken. Weil ich glaube, das ist das, was uns da durchträgt. Jesus und die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, weil wir nämlich uns gegenseitig ermutigen dürfen und immer wieder neu zu Jesus, ja, uns fokussieren dürfen. Und ich möchte jetzt noch beten mit euch, das Vaterunser. Genau, und am Ende dann noch den Segen sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und ich möchte euch auch den Segen zusprechen, weil Segen, ja, ich glaube, Segen kann man nie genug haben. Und deswegen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gehe mit dir. Amen. Ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit als Abschluss. Vielleicht kennen das auch die einen oder anderen. Die Evangelische Kirche hat eine Aktion gestartet, dass jeden Tag um 19 Uhr, die Leute auf den Kirchen stehen
und meistens mit der Trompete, weil Trompeten hört man eben sehr weit, verschiedene Lieder spielen. Der Mond ist aufgegangen und noch ein paar andere. Und ja, auf der Peterskirche kann ich es euch leider jetzt nicht aufnehmen. Das wäre sehr Mäusekino-mäßig. Aber ich kann euch aufnehmen, wie es mein Vater macht. Wie gesagt, meine Mutter hat das aufgenommen. Und zwar spielt mein Vater auch jeden Abend um 19 Uhr in Liebersbach auch verschiedene Lieder. Und ihr kriegt das jetzt von vorgestern, also vom Mittwoch. Und zwar spielt mein Vater von guten Mächten wunderbar geborgen. Und ich finde, es ist ein schöner Abschluss auch für diesen Gottesdienst. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und auch gewiss an jedem neuen Tag. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns immer wieder darauf verlassen dürfen. Gott ist bei uns an jedem neuen Tag und er geht immer mit uns. Und das möchte ich euch für diese Woche mitgeben. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag und hoffe, euch bald auch wieder direkt persönlich in die Augen gucken zu können und nicht nur über Video. Genau, habt eine schöne Zeit. Tschüss!